Also wir beschäftigen uns mit Sounddesign. Die Kernaufgabe ist Klang statt Lärm. Das heißt, wir wollen Wohlklang designen und Lärm reduzieren. Mein Name ist Friedrich Blutner. Ich bin Geschäftsführer der Firma Synotec Psychoinformatik GmbH. Der wichtigste Kommunikationskanal des Menschen ist Klang. Das ist Musik, das sind Sounds und das ist die Sprache. Diese kommunikativen Signale sind ganz existenziell für das menschliche Wohlergehen. Unser Ziel und auch die Vision ist, dass wir mit 3D-Audio-Kommunikation, also mit kommunikativen Signalen, die wirkungsvoll sind, die Lebensqualität der Menschen systematisch verbessern können. Das, was wir dabei gelernt haben, ist, dass das unterschwellige Geräusch, das, was man sich nicht bewusst macht, dass das eigentlich die wichtigsten Komponenten sind. Die Geräuschtexturen, auf die man nicht bewusst achtet, die aber dann ganz schlimm sind, wenn sie fehlen. Also das ist nicht so, dass wir schon wissen, wie es geht, sondern mit jeder neuen Aufgabe, ob das jetzt ein Geräusch von der Waschmaschine oder von einem Bier oder von einem Keks oder eine 3D-Audio-Kommunikation ist, wir lernen immer wieder Neues dazu. Konkret machen wir zurzeit Versuche in der Richtung, dass wir also einmal wissen, dass wir eine sehr gute Geräuschqualität brauchen. Wir können also nicht mit Stereo abspielen, sondern wir brauchen einen räumlichen Klang, so wie wir es hier selbstverständlich hören, wie das im wirklichen Leben auch ist. Professor Kölsch in Bergen hat erforscht, dass man mit ganz bestimmten Geräuschstimuli sowie eine Frischzellentherapie machen kann. Man kann also hippocampale Stammzellen zu Wachstum anregen. Also wir suchen jetzt nach den Design-Features, nach diesen Schlüsselmustern, die eine wirksame Therapie ergeben. Das heißt, wir suchen nach einem ganz speziellen akustischen Mix. Grundsätzlich ist es ja so, dass eigentlich die Menschen ab Mitte 40, 50 immer schlechter hören. Und wir wissen heute, dass ein großer Teil der Bevölkerung lärmgeschädigt ist. Geschädigte Hörzellen erholen sich in der Regel nicht mehr. Aber die zentrale auditive Wahrnehmung im Gehirn, die erholt sich und die kann gestärkt werden. Das heißt, wir lernen wieder auf das Erfahrene, was wir ursprünglich mal gehört haben, zurückzugreifen. Und das kann man eben natürlich sehr, sehr schön üben in einem 3D-Raum. Ein wichtiges Merkmal, das muss gut ortbar sein, das Signal. Ein zweites Merkmal ist, dass die Geräusche angenehm klingen müssen, Vertrautheit. Und das dritte ist dann eine Stimulierung, wo man Erinnerungen bekommt, dass man sagt, das haben wir wiederholt erlebt, ja, dieses Geräusch erinnert mich an ein Glockenspiel. 3D-Audio wird heute durch Digitaltechnik möglich. Das hilft sehr, die Vitalität wieder zu beleben und ist einfach für die Lebensqualität im Alter ganz entscheidend.